Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, bekannt auch als Mr. T. Freunde, heute das Thema gesunde Ernährung und Stress kompensieren. Ich habe immer wieder neue Coaches und die kommen ganz oft aus dem Bereich vom Business, sind Entscheider, sind im Angestelltenbereich ziemlich weit oben angesiedelt und haben den ganzen Tag ganz viel Verantwortung, haben auch zum Teil eben sehr, sehr viele Entscheidungen, die sie pro Tag treffen müssen, haben eine hohe Verantwortung und was entsteht dabei? Dabei entsteht natürlich auch Stress. Und sich ein stressfreies Leben zu wünschen, ist ein schöner Wunsch. Nur ob es realisierbar ist, ist die Frage, ist es realistisch, dass man sich wünschen kann, dass das Leben ohne Stress abläuft? Nein, in gewissen Bereichen geht es nicht ohne Stress ab und Stress ist auch nicht schlimm, unter Voraussetzung, dass man gewisse Punkte beachtet. Natürlich ganz klar, wer regelmäßig viel Stress hat, braucht natürlich auch Ausgleichszeiten, Achtsamkeitszeiten, braucht regelmäßige intensive Bewegung in Form von zum Beispiel einem Ausdauertraining. Aber was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass eine gesunde Ernährungsweise bei Stress sehr wichtig ist. Warum? Wenn der menschliche Organismus unter Stress ist, ist natürlich der Adrenalinspiegel und Noradrenalinspiegel angehoben. Stress und Fluchthormon. Dadurch zieht es natürlich auch den Stresshormonlevel nach oben, Cortisol. Und in dem Moment steht der Körper sozusagen unter Spannung. Flucht- und Schutzhormon, Adrenalin, erhöht die muskuläre Spannung, erhöht die Aufmerksamkeit. Und was bedeutet das? Dass natürlich der Motor schneller läuft. Das heißt, der Körper verbraucht pro Zeiteinheit mehr Makro- und Mikronährstoffe. Hat man jetzt zum Beispiel ein sehr bescheidenes Essverhalten, dass man erstens mal zu wenig isst zum Beispiel, dass man Fastfood isst, dass man ungesunde Sachen isst, dass man Dinge isst, die so dem Körper für die gesunde Haltung nicht nachträglich sind, dann kann natürlich Folgendes passieren, dass der Stress, der natürlich in dem Moment auch irgendwann mal ab einer gewissen Menge an Stress sich negativ auswirkt, natürlich noch schneller ansteigt. Das heißt, der Körper hat über die Nährstoffe nicht die Möglichkeit, Stress zu kompensieren. Zum Beispiel, wenn wir Stress haben, ist natürlich auch unser Gehirn sehr aktiv. In dem Moment sinkt natürlich auch immer der Blutzuckerspiegel. Wenn wir dazu natürlich noch zum Beispiel sagen, wir essen Fastfood, was den Blutzuckerspiegel nicht stabilisieren kann. Das heißt, dass der Blutzuckerspiegel mal nach oben geht, nach unten geht, dann haben wir natürlich immer einen erhöhten Faktor an Stress, der noch nach oben drauf kommt, weil wir natürlich im Unterzucker oftmals Dinge machen, die nicht besonders gesund sind, nicht besonders förderlich sind. Das heißt, im Stresszustand niedriger Blutzuckerspiegel sorgt dafür, dass wir was machen? Natürlich nochmal vielleicht Dinge essen, die wir nicht essen sollten. Durch den Stress vielleicht dann, wenn wir nichts gegessen haben, dann abends viel zu viel essen, viel zu viel ungesunde Sachen essen. Und genau deswegen ist dann, wenn man einen hohen Stressfaktor hat, wichtig, dass auch die Ernährung angepasst ist. Das heißt, dass man sich erstmal so weit wie möglich gesund ernährt. Ganz wichtig. Dann natürlich, dass man sich regelmäßig mit gesunden Nährstoffen versorgt. Da macht es relativ wenig Sinn, vor lauter Stress zu sagen, okay, ich habe keine Zeit, Frühstück fällt aus. Mittagessen, ich habe auch nicht viel Zeit, ich habe viel Stress, ich muss arbeiten, fällt aus. Da ist es wichtig, dass man eine schöne, klare, saubere Zeitstruktur hat. Das heißt, ein Frühstück innerhalb der ersten Stunde bis zwei Stunden nach dem Aufstehen. Gesundes Frühstück, was zum Beispiel schöne, gesunde Vollkornbrote sein könnten. Und belegt mit mageren Käse, mageren Schinken, Tomaten drauf. Ein gutes Müsli, Naturmüsli, ohne irgendwelche besonderen Zusatzstoffe. Mit Vollkorngetreideflocken, mit Frischobst drin, mit Sojajoghurt oder mit normalem Joghurt, natürlich Bio, wenn möglich. Da kann man ein bisschen Leinöl dazu reinmachen, schöne große Portion mit etwas höherem Fettanteil, sodass der Energiespiegel die ganze Zeit gesättigt ist. Oder man isst morgens ein gutes Omelett, am besten natürlich ein Omelett mit Bio-Eier von Freilauf, Freilandhühner aus Bodenhaltung, da ein bisschen Gemüse rein, vielleicht noch eine Scheibe Vollkornbrot, gutes Vollkornbrot dazu. So, und dann 4 bis 5 Stunden später ein Mittagessen, ein gesundes Mittagessen, also auch was, wo den Blutzuckerspiegel stabilisiert. Also nicht irgendwie Fastfood oder was Schnelles beim Vorbeigehen, sondern sich auch dann
wenn man Stress hat, hinsetzen und natürlich diese Mahlzeit 20, 15, 20 Minuten sich Auszeit nehmen und eine gesunde Mahlzeit essen, auch wieder darauf achten, dass hier natürlich alles, was im Mittagessen beinhaltet ist, so natürlich und so gesund wie möglich ist und natürlich auch wieder was, was den Blutzuckerspiegel nicht extrem nach oben schießen lässt, sodass danach dieser Abfall kommt nach unten, sodass man mit dem Unterzucker landet und müde wird, sondern dass man Energielieferanten in Form von Kohlenhydrate mit glykämisch niedriger Last zuführt, sodass der Blutzuckerspiegel wieder langsam ansteigt, danach wieder langsam abfällt. So, 4 bis 5 Stunden später abends natürlich auch wieder eine Mahlzeit, und zwar eine Mahlzeit, die natürlich auch wieder in erster Hinsicht gesund ist, und zweitens auch wieder eine Mahlzeit, wo die Inhaltsstoffe dafür sorgen, dass ausreichend genügend gesunde Fette da sind, dass ausreichend genügend Protein da ist und dass wir Energielieferanten, wenn wir tatsächlich abends noch brauchen, dass sie natürlich auch wieder in Form von Kohlenhydraten so gesund wie möglich sind. Das heißt auch wieder Energielieferanten in Form von Kohlenhydraten mit glykämisch niedriger Last. Das bedeutet, dass diese, wenn sie im Darm zerlegt werden, nur langsam zu Zucker zerlegt werden, sodass der Blutzuckerspiegel langsam ansteigt, dass kein hohes Peak entsteht, denn dann fällt er in der Regel auch wieder flach ab. Also ganz wichtig nochmal, regelmäßig essen, nach dem Aufstehen, 1 bis 2 Stunden, spätestens 2 Stunden später, eine gesunde Frühstücksmahlzeit, auch eine schöne größere Mahlzeit, sodass es die nächsten 4 bis 5 Stunden ausreichend ist. Im Mittagessen auch wieder darauf achten, dass der Blutzuckerspiegel nicht überschießt, dass wir so gesund wie möglich Lebensmittel zuführen, dass die Energielieferanten in Form von Kohlenhydrate mit glykämisch niedriger Last versehen sind, Gemüseanteil hochhalten wegen den ganzen Mikronährstoffen. Dann zum Frühstück darf Obst sein. Dann haben wir ein Abendessen. Auch hier wieder darauf achten, dass ein Gemüseanteil mit dabei ist, ein bisschen grüner Gemüseanteil, sodass wir natürlich alle Stoffe, die der Körper braucht, die er bedingt durch Stress, weil der Körper natürlich in sogenannten Stresszustand ist, mehr Energie verbraucht, mehr Mikronährstoffe braucht, das Gehirn natürlich auch viel aktiver ist, wie wenn man ganz entspannt ist. Auch da wieder wichtig, ganz klar, soweit der Mensch gesund, hoher Gemüseanteil, grünes Gemüse dabei, Fette in Form von Rapsöl, in Form von gutem Olivenöl, auch Leinöl, komplexe Kohlenhydrate, Proteine am besten gemischt zwischen pflanzlichen und tierischen Proteine und natürlich ganz klar, wer Hochleistung bringt, wer viel Stress hat, auch gucken, dass die Lebensmittel, die er bekommt, dass die natürlich so schadstoffarm wie möglich sind. Das bedeutet Bio, Eier zum Beispiel von Hühnern, die sehr glücklich sind, aus Freilandhaltung, Bodenhaltung, die eben nicht mit Dingen gefüttert werden, die in der Natur normalerweise nicht vorkommen. Das Gleiche gilt natürlich auch für Fleisch, das Gleiche gilt natürlich auch für Fisch, das Gleiche gilt natürlich auch für Gemüse. Denn wenn man Stress hat, sollte man darauf achten, dass der Körper nicht noch zusätzlich Stoffe aufnimmt, die den Körper in Form von gesundheitlichen Aspekten auch noch stresst. Das wäre das Thema gesunde Ernährung und Stress. Wie kann ich meinen Stress kompensieren, beziehungsweise wie kann ich dem Körper gesunde Abwehrstoffe bieten, sodass er in diesen Stresszuständen letztendlich stabil bleibt. Also einmal die sogenannte physische Stabilität, was man dann Rohstoffe braucht, und natürlich nicht vergessen, auch die psychische Stabilität. Aber das ist dann wieder ein ganz anderes Thema, weil da kommen die Achtsamkeitszeiten dazu, da kommen Auszeiten dazu, also Achtsamkeitszeiten in Form von Meditation in verschiedenen Richtungen. Da kommen Auszeiten, wenn man ein Hobby hat, was man mal am Wochenende ausübt, dass man auch mal vom Kopf her frei ist und dann letztendlich im Gehirn Unitask ist, ein Multitask. Ja, Sport natürlich, Bewegung, aber das ist ein anderes Thema. Jetzt war es einfach mal wichtig zu erklären, dass dann, wenn Stress vorliegt, ist eine gesunde Ernährung noch wesentlich wichtiger, wie man völlig entspannt, völlig gechillt ist. Ja, wenn ihr dazu natürlich Fragen habt, Infos habt oder sagt, da möchte ich noch gerne mehr wissen, dann ganz einfach unten in den Bemerkungen einmal reinschreiben und dann gibt es vielleicht auch noch mal einen zweiten Clip.